Herzlich willkommen zu einer weiteren Lerneinheit im mediengestützten Unterricht Ihrer privaten Akademien Karriere & More. Lassen Sie uns nun innerhalb der Absatzwirtschaft auf das Wettbewerbsrecht kommen. Erläutern Sie mir, ob es sich bei den folgenden drei Fällen um einen Verstoß gegen das UWG handelt. Fall 1. Für jeden Kauf ab 150 Euro nehmen Sie automatisch an der Verlosung des BMW 1er teil. Zulässig oder Verstoß? Die Teilnahme an einem Gewinnspiel darf nie an den Warenabsatz gekoppelt sein. Dieser Fall ist somit unzulässig. Fall 2. Mit unserem Produkt nehmen Sie in den nächsten 6 Wochen garantiert 8 Kilo ab. Dieses Versprechen ist selbstverständlich irreführend und somit nicht zulässig. Ein sicherer Erfolg kann beispielsweise krankhaft Übergewichtigen nicht gewährleistet werden. Somit wird eine Leistung vorgetäuscht. Die Garantie für den Gewichtsverlust kann nicht gegeben werden und ist somit unzulässig. Fall 3. Bei uns kostet die 1,5 Liter Flasche Pepsi nur 59 Cent, bei Edeka gegenüber jedoch 85 Cent. Zulässig oder ein Verstoß? Vergleichende Werbung ist erstmal zulässig. Hier müssen jedoch nachprüfbare und beweisbare Eigenschaften verglichen werden. Und dann ist vergleichende Werbung nach dem UWG zulässig.